Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Workshop. Hey Dennis, it's nice to meet you. Very nice to meet you too. Yeah. Today we're talking about this small mice game. Wir lassen die schlechten Mauswitze weg. Mauswortwitze weg, ja. Ja. Ran an den Speck. Genau, wir zeigen euch, wie es geht. Kommen wir nun zur Kurzregelerklärung von Mice to Meet You. Jeder Mitspieler erhält 18 Karten, die mit den Wert 1 bis 18 aufweisen. Daraus werden die Karten 6, 9, 12 und 15 offen vor dem Spieler auf den Tisch gelegt. Achtung, die richtige Seite mit den Würfeln freigeschaltet. Legt für jeden Mitspieler 3 Nüsschen in die Tischmitte, nehmt die 5 Würfel zur Hand und los geht's. Der aktive Spieler wirft alle Würfel, addiert dann die 2 Speckwürfel zusammen und darf nun eine beliebige Anzahl an Käsewürfel zu diesem Speck hinzuaddieren. Das wären 8, 14, 17. Dann kann der aktive Spieler diese Karte ablegen. Und zwar macht er das, indem er diese Karte verdeckt auf einen, Käfigstab legt. Das sind die Mäuse, die wir gefangen haben, nämlich die Mäuse mit der 17, also 17, ein Rudel aus 17 Mäusen. Alle anderen Spieler haben nun die Chance, diesen Würfel zu verwenden und ihrerseits eine 3 abzulegen. Wenn sie das tun, bekomme ich ein Nüsschen aus der Tischmitte. Was bringt mir so ein Nüsschen? Im späteren Verlauf des Spiels könnte ich damit einen Würfel modifizieren. Nehmen wir an, der nächste Spieler ist dann an der Reihe, hätte hiermit eine 11 an roten Würfeln, die er addieren muss und könnte dann beispielsweise hier eine 7 drauf addieren. Der Spieler würde die 18 ablegen, für alle anderen Spieler würde die 1 bleiben. Wichtig ist, das Ablegen der anderen Spieler erfolgt immer in Spielreihenfolge, also im Uhrzeigersinn. Das heißt, es könnte auch ein Spieler unter Abgabe eines Nüsschens diesen Würfelwert hier um 1 nach oben oder unten modifizieren. Wichtig, dafür muss der Würfel gedreht werden. Für alle weiteren Spieler würde dann auch dieses Würfelergebnis gelten. Wichtig ist, wir würfeln immer mit den hier freigeschalteten Würfeln. Das heißt, sollte ich im späteren Verlauf des Spiels, das war jetzt natürlich ein denkbar kleiner Wurf, aber hätte ich jetzt zum Beispiel hier 9, 15, dann könnte ich diesen Würfel hier umdrehen, diese Karte. Und das bedeutet, dass ich jetzt mit einem roten Würfel weniger werfe, wenn ich am Zug bin. Das Spiel geht so lange, bis ein Spieler hier alle Karten umgedreht hat, vor sich ausliegen. Und das Wichtige ist, die 6 muss als allerletztes umgedreht werden. Die hat auch 2 Würfel drauf. Dann endet das Spiel und jede Karte bringt Minuspunkte, abhängig von der Zahl, die draufsteht. Das heißt, ihr wollt da wirklich so weit wie möglich auch runterkommen. Das waren auch schon fast die ganzen Regeln. Eine Kleinigkeit gibt's noch. Es gibt nämlich noch den Fehlwurf. Angenommen, im späteren Verlauf des Spiels, ich habe noch einen roten und 2 gelbe Würfel, werfe ich das hier. Ich muss die 6 nehmen und darf rot, gelb dazu addieren. Kann das aber gar nicht, weil die 6 darf ich noch nicht drehen. Die 9 ist die höchste Karte, die ich auf der Hand habe. Und jetzt müsste ich als Strafe quasi einen dieser 2 Karten wieder drehen oder die letzte Karte von meinem Käfigstapel wieder auf die Hand nehmen. Da sollte man natürlich wissen, was man als letztes hingelegt hat. Denn wenn das eine kleine Karte ist, dann nehme ich natürlich lieber eine auf die Hand, als hier eine hohe Karte wieder umzudrehen, weil gerade wenn ich jetzt auf die 12 gehe und ich werfe dann vielleicht später im späteren Verlauf des Spiels nur noch klein, dann wird es natürlich schwer, die wieder freizuschalten. Und das waren auch schon alle Regeln und ich hoffe, ihr seid gut beim Mäusefangen. Butter bei die Fische. Nee, bei die Mäuse. Okay, bei die Mäuse. Oder Speck bei die Mäuse. Ja. Taugt das was? Mit Speck fängt man Mäuse und auch uns. Ne? Na, mit guten Spielen fängt man uns, ja. Ja, das auch, ja. Und wir haben es beide in unseren Aufgetischts gesagt. Ach ja, ein kleines Würfel- und Kartenspiel. Wird schon nicht so besonders sein. Und schwarz-weiß mit bisschen bunt. Ja. Wir wurden eines Besseren belehrt. Ja. Und zwar aufs Übelste, sage ich jetzt mal. So, angefangen. Komm, lass noch eine Runde. Oh, lass direkt heute Abend beim Spielabend.
lass morgen noch mal eine Runde. Ja. Und ja. Irgendwie hat uns dieses Spiel nicht mehr losgelassen seither. Ja, ja, doch. Und das spielt sich alleine, spielt sich zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünf gut. Mhm. In jeglicher Spieleranzahl ausprobiert. Ja. Es funktioniert einfach. Mhm. Das ist halt der einfache Mechanismus, der mich auch immer so ein bisschen an Machikoro erinnert hat. So dieses, ich kann ja die Karten irgendwie umlegen, um dann irgendwas freizuschalten. Wobei hier legt man ja die Würfel weg und muss dann überlegen, mache ich das jetzt schon? Dann sind meine Möglichkeiten ja geringer und ich muss ja irgendwie noch die 14 oder so wegspielen. Da hat man dann so kleine Entscheidungen, ja, und ärgert sich dann, wenn es nicht klappt, weil man dann wieder eine Karte aufnehmen muss, aber freut sich umso mehr, wenn es klappt. Ne? Wir hatten ja da auch so ein paar Duelle. Schöne Momente. So, das kriegt er nicht hin, zack. Ja. Ja. Oh, er braucht jetzt eine 15, das kann er gar nicht schaffen. Warum würfelt er jetzt eine 15? Zack, gewonnen. Ja, mit zwei Würfeln, ich brauche ja nur noch eine 6. Ja, stimmt. Und dann klappt's mit 3 und 3, danke auch. Ja, ja. Ein sehr cooles Spiel. Und vor allem dieser Mechanismus, dieses Roll and Discard, weil wir quasi unsere Kartenhand loswerden wollen, und um möglichst keine Punkte zu bekommen. Und wenn man eben Lust hat, kann man mehrere Runden spielen und die Punkte aufaddieren einfach. Mhm. Auch das funktioniert hervorragend. Mhm. Und es ist einfach so pfiffig und klein. Ja. Und diese Nüsschen am Anfang, in der ersten Partie, hat sich fast jeder bislang gescheut, Nüsschen dem anderen zu geben. Hm. Warum soll ich jetzt den Würfel kopieren, nur damit du so ein Nüsschen kriegst? Dann kannst du wieder einen Würfel kopieren bzw. den Würfel modifizieren. Ich gebe doch dir den Gefallen nicht. Genau. Ja? Ja. Und dann haben wir eine Partie haben wir gespielt, glaube ich, zu dritt in der Mittagspause. Da haben wir konsequent uns die Nüsschen hin und her geschoben. Ja, ja. Das war uns scheißegal. Mit dem Ergebnis, ich glaube, am Schluss war jeder im einstelligen Minuspunktbereich, was allein schon eine Herausforderung ist. Ja. Ja, also das gelingt selten. Beziehungsweise wir hatten tatsächlich auch Partien mit 3 und 4 Spielern, wo fast alle keine Handkarten mehr hatten und noch auf die letzten 2 Karten hingewürfelt haben. Ja. Und das ist einfach... Man hat natürlich dieses gewisse Würfelglück mit dabei, aber man kann so ein bisschen modifizieren, da tweaken, hier tweaken und dann gucken, was man rausspielt. Ne? Wenn es passt, spielst du aus die Karten, weil man kriegt vielleicht nochmal eine Gelegenheit. Was weg ist es weg. Was weg ist es weg, richtig. Ja. In diesem Sinne, das Spiel muss nicht weg. Das bleibt in der Sammlung, ist nämlich ein schönes, kleines Würfelspiel, was uns gut gefallen hat und gerne mehr davon. Und in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann sehen wir uns bald wieder. Und nicht vergessen, mit Speck fängt man Mäuse. Richtig. Bye, bye.